für die Feinabschmeckung. Richtig? Ne? Oder Käse ist auch salzig. Also was das tut, kann man nachher da. Nachsalzen kann man immer, aber wenn man zu viel gesalzen hat, kriegt man es nicht mehr weg. Das ist mir bewusst. Aber also zumindest fürs Dessert ist gesorgt. Azuki-Bohnen-Nachspeise, das ist eine süße Suppe, die ich wahnsinnig liebe. Die habe ich in zwei Varianten, weil ich nicht irgendwie das, natürlich das Japanisch-Chinesische nicht so gut lesen kann. Du gehst schon da? Fast. Jetzt aber schnell. Servietten habe ich keine, bin ich drauf gekommen. Aber nicht mehr Klopapier, ist auch so wurscht. Ist das gleiche Material. Es halt, schaut nur anders aus. Es ist halt aufgerollt. Das tue ich gleich mal hinlegen, dass der Gast sich gleich wohlfühlt, wenn er kommt. Ahnungslos nähert sich Rett ihrem Wohlfühlgastgeber. Also ich glaube, die Nudeln kann alle der Gast haben. Das schaut irgendwie, das flockt aus da. Wie er das wohl Rett erklärt? Um Gottes Willen, sie ist ja da. C'est moi. Hallo Alf. Grüß dich, hallo. Grüß dich, Gott, hallo. Hallo, grüß dich. Hätte jetzt überhaupt nicht gerechnet damit. Ich war sicher, du weißt das. Nein, ich hab nichts gewusst. Nein, hätte ich überhaupt nicht. Jetzt mit einem schönen Born oder so hätte ich jetzt eher gerechnet oder sonst wen. Ich hab eigentlich geglaubt, dass er weiß, dass ich komme. Ich hab mir gedacht, eigentlich müsste er es wissen. Aber er hat es scheinbar wirklich nicht gewusst. Also, wir haben es nicht verraten. Ich kann nichts anderes. Ich kann nur Gorgonzola-Nudeln. Das ist gut. Was anderes kann ich eigentlich gar nicht. Und ich habe keine Döllern gehabt, jetzt habe ich zufällig noch gefunden. Den großen Döller hätte ich jetzt für dich gedacht. Und die Gabel da. Ich bin überhaupt kein Typ, der Geschirr kauft. Ich habe, glaube ich, noch nie im Leben ein Geschirr gekauft, wenn ich ehrlich bin. Kommt mir jetzt nicht erinnern. Obwohl, ein Pfauen einmal, glaube ich, kann sein. Aber es ist eigentlich, ich mag das eigentlich nicht. Dafür bekommt Rett eine Führung durch Peuers Reich. Das ist halt hauptsächlich mein Arbeitsatelier. Also meist viel sehe ich aber. Das Bild heißt... Ein aus einem Würfel geschnittener Zirkusdirektor erklärt Gott die Funktionsweise eines Fäkalienzerkleineres. Es ist wunderschön, Alf. Ich hätte viel Verkaufsangebote, wie gibt keine her, weil die kommen alle ins Museum. Gibt's wirklich Bilder. Alle nicht her? Seit vielen, vielen Jahren kein Bild mehr verkauft. Ne? Und da probst du deine Sachen? Da habe ich dann so eine Bühne hinten. Das ja? Und da tue ich dann meine das heißt, Programme du, proben. Du tust das räumlich ausprobieren? Genau, da tue ich das Testen, das Logistische und meine Programme eben vor der Premiere immer wieder durchreden und so. Ne? Das ist ein faszinierendes Kontinuum von Genie, Wahnsinn, Wahrnehmung, Verwandlung, Veräppelung. Es ist so, es ist unglaublich. Ich habe leider keine Servietten, jetzt habe ich da, aber es ist eine frische Rolle, das ist frisch. Aber es ist das gleiche Material, gell? Das ist. Bei einem so tollen Serviettenersatz kann Rett ja beruhigt sein. Das asiatische Dessert wirft dafür viele Fragen auf. Wenn ihr diese Zeichen anschaut, da schaut jedes Zeichen anders aus. Da gibt es 2.500 Zeichen in dieser chinesischen, japanischen Schrift. Wie schaut da eine Schreibmaschinentastatur aus in China? das muss ja riesengroß sein. Ja. Aber das ist nicht das einzige Problem von Peuer. Diese Nahrungssuche ist für mich das größte Problem im Leben. Ich komme nicht zurecht. Meine Freundin, die ich jetzt habe, die kocht sehr gerne und auch gut. Das schätze ich wahnsinnig, muss ich sagen. Also mich kann man einkochen, das ist das Einfachste, was geht. Und dann denke ich mir, jetzt essen gehen mag ich auch nicht. Und dann isse ich wieder Fischdosen, ohne was dazu. Nein, ich bin reich, aber ich kann es nicht leben. Das ist das Problem. Du lässt kochen. Prost. Prost, ja. Prost. Weniger essen, mehr trinken ist also angesagt. Und mit ein wenig Alkohol schmecken die Gorgonzola-Nudeln à la Peuer auch gleich viel besser. Alf, sie sind nicht schlecht. Naja, es ist. Es ist nicht aufregend. Ist es nicht eigentlich wahnsinnig lustig? Dass ich zwei Teller angebotst, das passiert in meinem Leben, das ist vielleicht ein paar Mal passiert und bei meiner Hochzeit, aber sonst kommt das nicht vor. Du. Also falls ich mal heirate, was ich nicht Aber glaub. Ist es nicht lustig, dass wir zwei zusammensitzen? Ich habe es immer als nett und sympathisch empfunden. Das Interview damals ist halt ein bisschen ausgeartet, weil sie halt mich auch nicht gekannt hat und weil eigentlich ja, wenn anderen vertreten habe dort, der hätte ja, glaube ich, der Luc Bondy kommen sollen statt mir. Weißt du, was ich immer sage, mein Mann? Mein Mann hat drei Fragen im Leben. Woher kommen ich wir? Ich glaube, drei Frauen. Drei Fragen. Ich sage immer, woher kommen wir, wohin gehen wir und was essen wir heute Abend? Zumindest die letzte Frage hat sich damit wohl geklärt. Vielleicht darf Rett ja ein paar Nudeln für ihren Mann einpacken. Und ein paar Lebensweisheiten gibt's gratis dazu. Aber das Schöne ist, wenn jemand nicht denkt, kann er nicht dumm sein. Wenn jemand gar nicht denkt.